Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video bei mir. Heute dachte ich mir mal etwas anderes und zwar wollte ich ja meine Verlosung noch auflösen. Das werde ich auch im nächsten Video noch tun. Ganz dolle versprochen. Es tut mir leid, dass es mittlerweile so lange gedauert hat. Aber ich war im Urlaub und es war stressig und ja, bin ich eher dazu gekommen. Es tut mir leid. Aber deswegen als kleine Entschädigung mache ich heute ein Get Ready With Me and My Friend. Hallo. Die habe ich dabei und wie ihr seht, ist sie noch komplett ungeschminkt. Ich bin auch in einem neuen Look. Wir haben heute die Haare gefärbt. Und ja, mein neuer Look ist klar. Hinten habe ich so rot drin, blau und grün. Und naja, im Grunde genommen ist es das gleiche, das, was sie da hat. Nur, dass sie längere Haare hat. Ja, total ungewohnt. Ich wollte mal eine Veränderung. Auch nach dem Tod meines Vaters. Ich wollte jetzt nicht mehr gleich aussehen. Und ja, das ist daraus geworden. Ihr könnt ja mal eure Meinung da lassen, aber im Grunde genommen, mir gefällt es. Scheißegal, was die anderen sagen. So, das zu dem kurzen Intro. Ich fange jetzt gleich an, sie in den Vordergrund zu rücken und dann würde ich sie schminken. Ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und ja, lasst mir eure Kommentare da. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, ihr Lieben, da sind wir wieder. Wir fangen jetzt mit dem Schminken an. Wenn ihr den Intro gesehen habt, wisst ihr, was jetzt kommt. Ne? Schön dranbleiben. Ich werde jetzt bei ihr einen sozusagen einen Alltagslook schminken. Alltag in dem Sinne, dass wir natürlich bunte Haare haben und etwas ein bisschen kräftigeres schminken wollen, weil wir wollen ja auch, dass die Haare entsprechend auffallen. Ja. Da sie eine wundervolle Haut hat, brauchen wir auch nicht mit so viel Deckkraft arbeiten. Ich benutze hier erstmal. Das ist eine Foundation, die ich sehr gerne mag, von Agnes B. Ton Fidelity Emotion Resist. Agnes B. gibt es ja leider den Online-Händler nicht mehr im Internet. Der hat ja, glaube ich, ich weiß es gar nicht, der existiert einfach nicht mehr. Ist leider ein bisschen schade, aber Agnes B. wird man bestimmt auch noch woanders finden. Und ich glaube, das ist die hellste Farbe, 20 Beige Rosé. Und die habe ich heute auch drauf und die passt mir ganz gut. Und deswegen benutzen wir sie bei der Lieben. Ich habe sie übrigens noch gar nicht vorgestellt, Laura auch. So. Wir sollten wir bei mir die Augenringe nicht vergessen. Ja, sie hat Schlafringe unter den Augen und deswegen werden wir versuchen, ich fange jetzt an. Punkt, Komma, Strich und so. Punkt, Komma, Strich, Mundgesichter. So, es ist wieder mal sehr lustig, vor der Kamera zu schminken. Wie ihr seht, ich benutze nicht allzu viel, weil ich finde, sie hat von Natur aus, meine Hände sind natürlich gewaschen, bakterientechnisch haben wir keine Angst. Ne, man muss nicht immer alles verkomplizieren. Ich benutze sowieso zum Foundation-Auftragen einfach nicht so gerne Pinsel, weil ich finde, durch das Anwärmen der Handflächen, jetzt mal ein bisschen mehr zum, genau, verteilt sich das halt eben besser und wird von der Haut besser aufgenommen. Und deswegen mache ich das eigentlich schon seit meinen Schminkanfängen so. Und ich hatte diesbezüglich noch nie Probleme. Währenddessen im Pinsel, da bleibt das ganze Zeug immer stecken. Und ach, naja, ist eine Riesensauerei. Da finde ich es mit den Händen waschen einfach ein bisschen. Nicht ganz so schlimm. So, jetzt gucken wir, dass wir das hier schön verteilen. Hier habe ich noch ein bisschen was an der Hand. Lustig. So, immer schön das Gesichtchen in die Kamera halten, Laura, damit die Leute auch sehen, was ich mache. Genau. So, dann ist Laura gefoundaged. Also sie hat Foundation von mir bekommen. Habe ich irgendwo vergessen? Ah, da, ja. Ich habe jetzt nicht ganz über die Kamera gesehen. So, als nächstes geht es an mit das Wichtigste, ihre Augenringe abzudenken. Die sind bei ihrem Gesicht heftig. Und deswegen müssen wir ein bisschen mehr Deckkraft in diesen Bereich hinlegen. Schlaf wird einfach überbewertet. Ja, das sehe ich genauso. So, Foundation wieder schließen. Wir nehmen jetzt eine Art Concealer und gleichzeitig Eyeshadow Base. Lieber gleichzeitig auch als Eyeshadow Base, wie gesagt, zweckentfremden. Aber man auch als Concealer benutzen kann, weil es eine Concealer-Konsistenz hat. So. So. Und das klopfen wir jetzt ein. Auch schön immer nur mit dem Ringfinger. Weil alle anderen Finger üben auf die Augenpartie viel zu viel Druck aus. Und das ist natürlich nicht für die zarte Haut geeignet. Ich mache das auch ein bisschen manchmal mit dem Mittelfinger oder halt mit dem Ringfinger. Aber wenn dann halt eben, wenn ihr andere Finger benutzt, halt eben ganz vorsichtig sein. Na? Ich lasse mir dabei auch ein bisschen Zeit. Schminken ist ja eine Art Luxus. Und dann müssen wir auch gar nicht hetzen, wie ich finde, weil wenn, dann soll das ordentlich aussehen. Laura, zeig mal, wie du jetzt aussiehst. Schon besser.
So, diese Farbe tut auch gleichzeitig wundervoll dafür sorgen, dass der Lidschatten da bleibt, wo er sitzt, also wo ich ihn hin befördere. Und jetzt als nächstes werde ich Rouge verwenden. Das benutze ich immer nach der Foundation. Genau. Und dann benutze ich den Real Techniques Blush Pinsel und von MAC die Farbe Mocha. Falls ihr die Farbe nicht kennt, die sieht so aus. Das ist auch eine Farbe, die ich heute trage. Das ist eine ganz sanfte Farbe, so mit einem leichten Rosenholz-Einschlag. Und der gebe ich dir, Laura, leicht auf die Apfelbäckchen. Die Farbe ist wirklich, die ist schön matt. Die kann man gut schichten. Aber ist auch irgendwie natürlich, also nicht zu extrem, wie ich finde. Immer auch den Pinsel schön ein bisschen abklopfen, damit nicht zu viel überschüssige Farbe ins Gesicht gerät. So, ja. Ich bin jetzt kein Profi, also was Schminken angeht. Ich mache das einfach nach Gefühl. Und bis jetzt war das eigentlich auch immer ganz gut. So. Ein bisschen von weiter weg. Jetzt finde ich die. Laura hat schon ein bisschen Farbe im Gesicht. Kann man später nochmal drüber gehen. Jetzt kommt ihre nicht so Lieblingsaufgabe. Das Puder. Da benutze ich, gibt es leider nicht mehr von Catrice. Das Skin Finish Kompakt in 010 Transparent, also farblos. Und das benutze ich zum Mattieren. Sie braucht auch nicht so großartige Mattierung, weil sie halt eben nicht mit ihrem Gesicht so schnell nachfettet. Außer auf der Nase. Lass meine Nase in Ruhe. Deine Nase muss leider auch was hin. Es tut mir leid. Ich mache es auch zum Schluss, damit es nicht ganz so furchtbar ist. So, jetzt nochmal die Augen kurz zu. Und das Ganze auch den Concealer oder halt eben die Eyeshadow Base nochmal ein bisschen zu fixieren. Ne, dass ich da der Lidschatten da gleich schön dran festhalten kann. Zum Schluss die Nase. Es tut mir leid. Ich gebe mir extra Mühe, dass ich das total weich und liebevoll mache und sie jammert trotzdem. Das ist einfach Kinn. So, jetzt war ich aber nicht an der Nase, jetzt war ich am Kinn. Glaube ich. Okay, essen sollst du den Pinsel nicht. Ist nicht gesund, auch wenn es doch nicht Naturhaar ist, aber so jetzt noch ein bisschen. Ich arbeite nach dem Puder gerne das Rouge nochmal ein bisschen heraus, weil ich das manchmal mit dem Puder zu sehr verwische. Und deswegen, damit das Ganze noch mal ein bisschen schöner rauskommt, gucke ich, dass es auch schön verblendet ist. So, jetzt hat Laura schon ein bisschen Farbe und so weiter und so fort im Gesicht. So, jetzt würde ich weitermachen. Ihre Augenbrauen möchte sie nicht machen, weil die sind von Natur aus schon sehr ausdrucksstark. Und das nächste, was ich jetzt praktisch machen würde, ist der Lidschatten. Da benutzen wir von MAC aus der limitierten Aqua Luring, irgendwas Aquatic LE. Silver Sun, könnt ihr nicht sehen, weil ich habe keinen Autofokus. Und das ist so eine schöne moosgrüne, silberne Farbe. Auf jeden Fall grünlich. Und den habe ich noch nie verwendet und den werden wir jetzt einweihen. So, hat auch so eine schöne Prägung. So. Und das tupfen wir dann komplett, soweit ich das jetzt von der Farbgebung her sehe, dass das schön dezent, aber trotzdem nicht zu dezent ist, schön aufs bewegliche Lid. Und ich drücke den Lidschatten auch erstmal an, als dass ich ihn erst wische, weil ich finde, dann tut man die Farbpigmente etwas besser aufs Auge drücken und das Ganze kommt etwas intensiver heraus. Ich hoffe, ihr könnt das richtig erkennen. Fallout mache ich dann natürlich gleich noch weg. Ich tupfe die Farbe auch gerne mehrmals aufs Lid, bis ich die gewünschte Farbintensität erreicht habe. Ja, das ist eine schöne
sanfte Farbe. Dann mache ich den Fallout unterm Lid ein wenig mit dem Puderpinsel weg. Das, was einfach unter vom Lidschatten nach unten hingefallen ist, unter das Auge, damit das Ganze nicht ablenkt. Und jetzt würde ich eine dunklere Farbe verwenden für die Lidfalte. Und dann nehme ich aus einem alten Catrice Duo Once in a Blue Moon dieses dunkle Blau. Übrigens schminke ich gerne mit diesen Ebelin-Pinseln. Die sind übrigens großartig. Die kosten nur 1-2 Euro im DM und die kann ich wirklich jedem empfehlen. So ein bisschen weiter zu mir. So, und da gucke ich, dass das Blau natürlich auch sehr schön kräftig und schimmernd nach draußen kommt. Verblenden kann man, wie gesagt, immer später. Das muss man nicht sofort machen. Na? Das kann man später, wenn man ein bisschen zu doll gearbeitet hat, immer wieder rausarbeiten. Das ist nicht das Problem. Und immer schön wichtig, mit allen Farben, die vorher aufgetragen wurden, die Farben, die man dann noch hinzuverwendet, immer schön miteinander vermischen, damit es so einen schönen Farbverlauf gibt. So, und weil das natürlich jetzt noch ein bisschen aussieht wie aufs Auge geschlagen, müssen wir die Farbe, die vorher aufgetragen wurde, die jetzt durchs Verwenden ein bisschen verblenden, ein wenig verwischt wurde, wieder nachtragen, damit sie wieder besser zur Geltung kommt. Damit man diese beiden wunderschönen Farben aussieht. Wenn ein bisschen wieder Fallout ist, kein Problem. Man hat ja einen Puderpinsel, mit dem man das Ganze auch wieder wegwischt. So. Wir sind jetzt mittlerweile bei 11 Minuten. Ich hoffe, ihr habt ein wenig Zeit mitgebracht. So. Jetzt würden wir wieder den Fallout beseitigen. Nein, das ist der Rouge-Pinsel. Da. Du hast einfach zu viele Pinsel. Wobei ich nicht mal viele Pinsel habe. Ich habe das übrigens von Ikea, was ziemlich viele haben. Und dann einfach nur die Pinsel habe, die auch relativ günstig sind, um damit zu schminken. Und ich die teilweise schon 6-7 Jahre besitze. Und die immer noch funktionieren. Und das nicht eigentlich als Blumentopf? Ja, das gibt es bei Ikea als Blumentopf. Aber ich habe das schon bei so vielen YouTubern gesehen, dass sie da ihre Pinsel drin unterbringen. Da habe ich mir gedacht, das musst du dir jetzt auch zulegen. So. So, jetzt werde ich einen schönen Goldton verwenden. Der ist aus einem alten Manhattan LE Luxopolis Eyeshadow. Ihr könnt aber auch jeden anderen hellgold schimmernden Lidschatten benutzen. Das ist so eine Art Weißgold. Und den werde ich jetzt in ihren Innenwinkel tupfen. Mal den Pinsel ab dafür. Vorbereitung ist alles, ihr Lieben da draußen. Ich könnte auch gleich den Verblendepinsel da draußen nehmen. Vorbereitung ist alles nicht. Ich bin K.O. und ich stehe dazu. Das verblende ich dann nochmal mit den Lidschatten in der Lidfalte. Und dann nochmal ein bisschen so nach unten. So, ja, dadurch ist ihr Innenwinkel ein wenig geöffnet. Sie sieht dadurch nicht mehr ganz so, hat dadurch nicht mehr ganz so kleine Augen, ja, runterfallen, hält sich fest. So, als nächstes, ich hatte doch gerade den Verblender-Lidschatten da. Okay, als nächstes nehme ich von MAC den Creme Brûlée. Ihr könnt aber jeden anderen hautfarbenen
hautfarbenen Lidschatten verwenden, um die Übergänge nochmal schön miteinander zu verblenden, damit das Ganze schön aussieht und einfach natürlicher. So, dein Gesicht ein bisschen mal zu mir. Was ich jetzt natürlich bei ihrem Look gemacht habe, ich habe keine matten Farben benutzt. Ich habe eher schimmernde Farben benutzt. Die sind zwar zum Verarbeiten auch leichter, aber haben auch wesentlich mehr Fallout. Und man muss gucken, dass man die ganzen auch etwas intensiver aufs Auge bekommt. So. Jetzt kann ich nochmal mit Alverde diesen Bürstchen ihre Augenbrauen durch. Das benutze ich eigentlich auch immer gerne. Das ist gefärbtes Augenbrauengel von Alverde. Das ist das Braun schon direkt hier drin und das Bürstchen hier. Und da ist das Gel und die Fixierung gleich drin. Das habe ich immer auf meinen Augenbrauen. Und bei ihr habe ich jetzt einfach nur mit diesem praktischen Bürstchen nochmal das Ganze durchgekippt. So, jetzt würde ich der Laura mal etwas geben, womit sie gleich ihre untere Wasserlinie schwarz färbt. Und zwar von MAC den Graphic Black Techna Kohl Eyeliner in Schwarz. Der ist wirklich toll. Und der hält auch den ganzen Tag. Und damit würde sie sich jetzt mal an dem Spiegelchen ihre untere Wasserlinie anmalen. Dann hoffe ich mal nicht auf den Vorführeffekt. Ach, wir machen das täglich. Das funktioniert schon. Klar. Falls ihr sie jetzt nicht seht, ist das nicht schlimm. Ihr seht ja danach das Ergebnis. Guck einfach nicht in die Kamera, das ist nicht so schlimm. Ihr müsst wissen, sie steht heute das erste Mal vor der Kamera. Das ist ein bisschen komisch noch für sie. Und ich hoffe einfach, dass ich mich nicht allzu doof anstelle und ja. Nein, tust du nicht. Das kann ich dir garantieren. Schön. So, jetzt hat sie eine untere Wasserlinie. Ja, genau. Mhm. Jetzt würde ich mit einem Puderpinsel oder ein bisschen Puder nochmal unter das Lid gehen, damit das Ganze nicht zu glitzerig aussieht. Und weil dann doch ein wenig Fallout hinzugekommen ist. Das erinnert mich irgendwie immer an dieses Spiel, das es auch für den Computer gibt. Welches Spiel denn? Ach, da ging es auch irgendwie um so eine atomare Nachkriegszeit und so weiter. Wie kommst du denn jetzt gerade da drauf? Ich weiß nicht, weil du die ganze Zeit Fallout sagst. Fallout. Ach so, Fallout 3 für die Computerfans da draußen, das hatte ich auch mal. So. Ich habe das, glaube ich, auch auf meinem PC. Jetzt haben wir natürlich einen Extremvorführeffekt. Laura, was hättest du denn jetzt gerne als erstes? Den Lidstrich oder die Wimpernzange? Ich glaube erstmal den Lidstrich. Dann würde ich dir mal meinen Lidstrich leihen. Dann benutzen wir von Essence diesen. Nein, das wird doch nichts, wenn ich den jetzt mal. So wie du ihn zu Hause machst. Ich kann den bei Witze reißen und du machst ihn einfach mit deinem Dings. Ich gebe mein Bestes. Von Essence Liquid Eyeliner mit der Schaumstoffspitze. Günstig für jeden Anfänger. Und damit habe ich heute auch meinen Lidstrich gezogen. Sie nimmt einfach wieder das. Und ich unterhalte euch nebenbei nicht. Das ist der weltbekannte Vorführeffekt, sowas wie Mascara vor der Kamera und Lidstrich. Das klappt bei mir meistens auch nie. Da brauche ich meistens sehr, sehr, sehr viel Zeit. Ich muss gestehen, ich habe den jetzt erst zu Hause ein einziges Mal probiert. Ich hatte vorher so einen Stift einfach und habe das damit gemacht. Und deswegen hoffe ich mal, dass ich jetzt nicht alles. Also ich muss euch sagen, der Stift ist auch relativ, ich würde sagen, unhandlich. Ich benutze heute übrigens gerade von Catrice so einen Spicy Coral Lippenstift und den mache ich jetzt auch wieder drauf und ich liebe den und ja. Ach. Den gibt es übrigens nicht mehr, leider. Passt gerade eigentlich sehr schön zu meiner Haarfarbe. Das war der hier. Und das war noch die alte Catrice-Verpackung. Ich fand die viel, viel besser, auch von der Konsistenz her. Was ich nebenbei übrigens momentan sehr gerne für die Hände benutze, ist Florena Pflegelotion, limitierte Edition. Mit Biosandon und Zitronenstrauch.
Das werde ich momentan mal wieder auf die Hände machen. Mir nebenbei mal ganz dreist die Hände ankriegen. Ja? Während die Laura sich dann noch ihren Lidstrich macht. Kann ich nur noch um Stunden handeln? Ach, wir haben Zeit mitgebracht, Laura. So ist das ja nicht. Die lieben Zuschauer da draußen, die haben alle Zeit. So, jetzt ist natürlich das passiert, was natürlich passieren musste. Ich habe mich vermalt. Jetzt zeigt uns die Melli bestimmt, wie man das noch ändert. Indem sie den Lidstrich erstmal das Teil zu Ende malt. Ja, und man dann versucht, mit so einem Q-Pad oder einem Wattepad, auf gut Deutsch gesagt, das ein bisschen mit der ekligen Lippenfeuchtigkeit anzufeuchten und das dann ein wenig wegzumachen und dann mit dem Lidschatten nochmal drüber zu gehen. Wie war das? Du hast das angesabbert, das ist deins? Ja, deswegen lasse ich es auch dich ansabbern. Sind wir nicht ein lustiges Gespann? Wenn ihr dafür seid, mehr Videos mit der Laura zu machen, dann votet doch jetzt in die Kommentare. Dann mache ich mehr Videos mit der lieben, lieben Laura. Die findet das nämlich alle ganz spannend, was ich hier mache. Und deswegen hat sie sich gedacht, macht sie heute mal mit. Ich glaube, ich bin fertig. So, und jetzt haben wir natürlich, sie hat diesen Lidstrich für einen Anfänger wunderbar hingekriegt. Jetzt hole ich kurz die Q-Pads. Und wir versuchen, das noch irgendwie zu weg. Ja. Ich habe halt erst, seitdem ich seit knapp anderthalb Monaten hier jetzt öfter bin, erst wirklich angefangen, mich selbst zu schminken und normal mal ein bisschen Lidschatten, ein bisschen Eyeliner, das ging halt irgendwie immer, aber mehr oder weniger halt auch nicht. Ja, so. Jetzt erklärt mir bestimmt die Melli, wie ich das handhabe. Hier haben wir eine. Rohrreinigungsstäbchen. Auf Q-Pad oder wie man das halt eben in der YouTuber-Fachsprache, ich bin ja kein YouTube-Fachtyp, ausspricht, halt sabbelt man das kurz so an. Aber nicht so viel, weil wir wollen es ja nicht durchtränken. Ich wäre dafür, wir machen das mit Geschmack. Ja, mit Kirschgeschmack, das wäre doch mal was für die Hersteller. Ja. So, und jetzt tun wir das hier oben wieder ein wenig wegnehmen. Du musst natürlich stillhalten. Und dann haben wir das hier an der Spitze und du siehst, das Ganze ist jetzt weggewischt und da gehe ich jetzt mit Lidschatten wieder drüber und dann sieht das so aus, als wäre nie etwas passiert. Ah, ich freue mich heute so über meine neue Haarfarbe. Ich weiß nicht, ob ihr euch jetzt freut, ist mir auch scheißegal, aber ich freue mich drüber. Vor allem, wenn man bedenkt, was das erst für ein knalliges Orange war durch das Buch. Ja, ich war vorher übrigens blond. Also mehr Orange. Naja, erst warst du halt in diesem Rotton. Dann haben wir mit 4%igem Wasserstoffperoxid und dem dazugehörigen Pulver geblondiert. Sogar länger als eine Stunde drin gelassen, auch wenn es fast schon zu lange war. Dann ausgewaschen, festgestellt, es ist Pipi Langstrumpf Orange. Und dann Pipi Langstrumpf. Ja, es war so eine Art Feuerwehrfarbe. Genau. Und daraufhin haben wir nochmal blondiert und daraufhin hatte sie ein gelbliches Blond. Und daraufhin konnten wir die Direction-Farben Apple Green und Midnight Blue auftragen. War das nicht Indigo? Nein, es ist Midnight Blue. Steht auf der Verpackung. Oh Gott. Ja, jedenfalls kommen wir dann da zu diesen kräftigen Farben, die ich auch mittlerweile sehr, sehr gerne mische. Deswegen habe ich momentan drei Farben in meinen Haaren, was man jetzt nicht so stark sieht. Aber ich habe hinten halt das Rot, dann das Apple Green und dann das Blau. Ja, meine Haare sind jetzt extrem strapaziert. Ich muss da jetzt mal Spülung reinknallen, aber dann kann ich auch wieder Glätteisen benutzen. Und ja, aber ich bin sehr, sehr zufrieden. So wollte ich, dass es auch aussieht. Und ich glaube, das nächste Mal, wenn das wieder raus ist, in vielleicht 3-4 Wochen, benutze ich dann andere Farben. Da habe ich schon in Planung, ob ich dann mal die Seite so violett mache und dann Flamingo Pink. Flamingo Pink mit Rot mixe. Ich benutze übrigens für das Rot diese Permanentfarbe. Das sind ja vorne nur Directions, was ich vorher blondiert, also für vorher noch blondiert haben. Das haben wir in einem Friseurgeschäft bekommen. Die verkaufen das wohl auch. Und kann man aber auch im EMP konnte man es früher bestellen und natürlich auf der Direction-Seite persönlich. Ja. Ja, ich benutze es selber schon seit etlichen Jahren immer mal wieder. Ich hatte auch zwischendurch regelrechte Regenbogenhaare, die von hier oben rot, pink, grün und blau gingen. Im etwa gehen sie mir ja bis fast zum Hintern. Und ja, das sah eigentlich auch gar nicht schlecht aus. Aber es war jede Menge Arbeit und ich müsste eigentlich dann den kompletten Kopf blondieren, was ich diesmal einfach nicht wollte, weil ich jetzt hinten rot und schwarz noch drin habe, in etwa hier hinten geteilt. Ich müsste aber auch bald mal wieder nachfärben. Und ja, ist halt mal was anderes. Ja,
Finde ich aber auch. So. Und ja, was ich euch noch sagen wollte, das Rot, was ich hier hinten drin habe, das ist übrigens diese, da gibt es jetzt von L'Oreal, glaube ich, oder von Schwarzkopf, das nennt sich Olia Nectra Color. Das soll wohl so, da soll wohl weniger Ammoniak drin sein und mehr so botanische Öle. Und das ist eigentlich ganz nett, muss ich sagen, auch so vom Duft her, das riecht halt nicht so stark nach Ammoniak und damit habe ich bis jetzt eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Ja, und jetzt machen wir weiter mit dem eigentlichen Look, damit wir mal von diesem Haarthema wegkommen. Und da kriegst du jetzt von mir eine wunderschöne Lippenstiftfarbe, die du dir drauf machen kannst. Weil Anfänger sollen das ja auch mal ein bisschen selber üben. An manche Sachen, ja jetzt so wie Wimpern und Lidstrich, da traue ich mich halt eben nicht so ran, weil ich mir denke, oh Gott, da hat jeder so seine eigene Technik. Und ich finde, wir sehen heute halt eben so ein bisschen wie Unicorn-like aus, ne? Also wie bunte Ponys. Also das war ja auch so meine Intention, warum ich mich bunt färben wollte. Ich wollte aussehen wie ein buntes Pony. Wenn ihr früher noch mein kleines Pony kennt, ich habe es geliebt. Zum Glück habe ich meine Arbeit schon. Ich glaube sonst, mal schauen, was meine Arbeitsstelle dazu sagt. Das kommt ja noch hinzu. Ja, ich hoffe, ich muss es nicht überfärben. Das werde ich auf keinen Fall tun, weil ich liebe es jetzt schon. Ja, du hast den Platz ja sicher, ne? So schnell können sie dich ja nicht rausschmeißen. Das nur wegen bunten Haaren. Also ich finde das übrigens mal relativ diskriminierend. Wir sind gestern Zug gefahren und da wurde sie nur dumm angemacht, weil sie bunte Haare hat und schwarze Klamotten trägt. Also wie intolerant, ja? Deutsche Bahn, Service gleich null. Wir haben mit schweren Einkaufstüten vor dem Abteil der ersten Klasse gestanden, ja? Und waren noch nicht mal in der ersten Klasse und wurden angemault, weil wir in der ersten Klasse gewesen sind, obwohl wir noch nicht mal drin waren. Wo gemerkt, ich bin Student, habe mein Studententicket vorgezeigt, bin eigentlich 22 Jahre und wurde knallhart von ihm geduzt. Also ich übrigens auch. Also ja, und dann kam noch hinzu, dass ich ja alles Mögliche von ihr sein sollte, also Schwester, Freundin, Mutter. Es war sehr charmant und schmeichelhaft und ja. Man muss einfach sagen, dass das sowas von rücksichtslos und war und man hat wirklich gemerkt, dass es da aufgrund ihres Aussehens gewesen ist, weil er hatte eigentlich ansonsten vom Verhalten her keinerlei Grund, sie in irgendeiner Form ja anzumachen oder irgendwie zu beleidigen. Ich bin nett und freundlich geblieben und naja. Ich gebe ihr jetzt die übrigens gehen ihre Bahn. Achso, der Lippenstift, den sie eben aufgetragen ist, auch ein alter von Rimmel Rimmel, gibt es ja leider nicht mehr in Deutschland. Das ist Royality 085, aber vielleicht findet ihr das noch im Internet. Das ist einfach so ein schönes Lila. Und ich liebe Lila, das passt jetzt übrigens auch sehr gut zu den Haaren. Deswegen werde ich das in nächster Zeit, ich werde alle knalligen, bunten Lippenstifte rauspacken, die ich habe. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was ich gerade für einen Farbspaß habe. Ja, und jetzt gebe ich ihr die 2000 Calorie Mascara von Max Factor. Die trennt die Wimpern sehr schön und macht einen netten Schwung. Ja, und da macht sie jetzt ihre Wimpern. Kann ich hier nochmal kurz die Bürste zeigen? Ja, das ist ja auch immer sehr wichtig, weil viele vertragen ja keine Gummibürstchen. Und das hat so eine ganz normale Bürste eigentlich. Ja, viele haben da auch Reaktionen drauf. Ah, okay. Und ich finde aber diese ganz normalen Bürstchen finde ich eigentlich auch ganz nett. Oben und unten? Ja, mach ruhig oben und unten. Ich finde, der Look, den sie bis jetzt trägt, ist sehr, sehr schön. Ich muss sagen, mir gefällt das auch sehr. Jetzt habe ich nur ein Problem mit meinen Händen irgendwie. Ich habe anscheinend zwei Hände zu wenig. Ja, aber es sieht jedenfalls sehr, sehr toll aus, finde ich. Also sie kann das auch, sie kann auch so gut wie fast alles tragen, finde ich, aufgrund der bunten Haare. Das fällt immer irgendwie auf und sieht toll aus. Also deswegen wollte ich auch unbedingt bunte Haare. Gerade so dieses Apple Green von Directions, ich glaube, da habe ich mich wirklich drin verliebt. Ne? Oh, ich bin heute total haarfixiert, es tut mir leid. Ja, hast das ja auch erst ein paar Stunden. Ne? Ja, also ich hatte in meinem Leben noch nie bunte Haare und jetzt habe ich mich einfach mal getraut. Ne? So. Wow, das sieht doch schon mal gut aus. Ich glaube, ich habe ihn irgendwo drauf bekommen. Nee, es läuft noch weiter. Super. Gott sei Dank, sonst wäre das gerade weg. So, wäre das für dich Schichtmascara genug so? Ja, das ist noch. Fehlt denn noch ein? Ich würde sagen, eigentlich nicht, weil sie hat von Natur aus schon so geschwungene Wimpern. Da braucht man jetzt nicht noch eine Schicht drüber packen. Und so an sich sind wir eigentlich auch fertig. Ja, das wäre der alltagstaugliche Look mit bunten Haaren bei uns beiden. Ich habe heute übrigens Antique verwendet und ein lila-blau von Kiko. Und ja, die Lippenstift habe ich euch ja schon gezeigt. Und so im Grundprinzip Foundation
diesen Mocker von MAC, den haben wir ja beide drauf. Und ich finde, bei uns beiden wirkt das eigentlich ganz gut. Obwohl ich finde, sie sieht durch die Augenringe ein bisschen Gothic-mäßiger aus als ich. Aber so an sich, ja, ist das der neue Partnerlook. Also wie gesagt, schreibt doch mal, ob ihr mehr Videos mit der Laura haben wollt. Dann würden wir das machen. Gucken mal, ob wir das noch ein bisschen kürzen können und zusammenfügen können. Und ansonsten sehen wir uns dann das nächste Mal. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ja. Wie wir diesen Look nennen und dieses Video, das werden wir dann später entscheiden. Ihr seht es ja dann in der Überschrift. Bis dann, ihr Lieben. Und tschüss. Noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.